schönen guten Tag zusammen. Ja, jetzt ist nicht so sonnig hier. Ich begrüße euch recht herzlich von der Schweiz. Wir sind auf dem Weg zu Wasserfallen. Ja, ist ein Seilbahn. Wir gehen mit der Seilbahn rauf und dann mit einem sogenannten Trottinett, nennt man das hier, fahren wir dann runter. Das heißt, es wird ein bisschen abenteuerlich. Mal sehen, was da alles los ist. Hier die Aussicht, der Weg zum Wasserfahren ist episch. Also macht euch etwas gefasst. Schaut euch das an, schaut euch das an. Was für eine Aussicht. Ja Leute, das ist die Schweiz. Und ja, wenn wir dort sind, geht es gleich los. Also es ist etwa in etwa 5-6 Minuten sollten wir da sein. Der Plan hat sich geändert. Es war überfüllt. Die Leute sind Schlange gestanden, kein Parkplatz, kein gar nichts. Also mussten wir eine Alternative suchen und wir haben, was haben wir gefunden? Irgendeine Wanderung. Ich zeige euch mal die Schönheit der Schweiz. Hoffentlich morgen gehen wir zu dem Walensee, genau, Walensee heißt es. Seerundgang, sagen wir so. Seerundgang, und dort hat es auch das gleiche, was es hier in Wasserfallen hat. Ich hoffe mit weniger Leuten. Mal sehen, wie es dort wird. Aber jetzt gehen wir, wie lange sind wir unterwegs? 12 Minuten durch Täler, Bergen und überall hin. Also die Aussicht ist schön, der Weg ist auch schön, schön kurvig, so wie ich es mag. Man kann es verstehen, wie man will. Aber schaut euch das an, umgeben von der Schönheit. Da ist eine befahrene Straße. Schaut euch das an. Also ich melde mich dann, wenn wir dort sind. Das ist die Schweiz. Man fährt einfach durch den Wald irgendwo hin. Kein Plan, wo wir entlang fahren oder wo wir hinkommen. Hauptsache, man fährt da rum. Oh, was ist das für ein Licht? Schaut euch das an. Was war das für ein Licht dort? Überall nur Bäume und eine Straße. Oh. Mal sehen, wo wir landen. Ich hoffe irgendwo bei einem außergewöhnlichen Ort mit einer wunderschönen Aussicht. Mal sehen, ich habe das Lichtende des Tunnels gesehen. Man sagt, ich gehe nicht in das Licht. So, wir haben es gefunden. Auto haben wir hinten parkiert. Und jetzt gehen wir Richtung Portiflue. Das ist ein kleiner Waldweg. Mal schauen, wie hoch wir gehen müssen. Ob wir es noch schaffen. Ob wir aufgeben.
Nee, wir geben nicht auf. Und hier, kleiner Hinweis, ein kleiner nice to know. Dies hier bedeutet, ist ein Wanderweg. Das heißt, wenn ihr euch fragt, wo ihr seid, wohin ihr gehen müsst, wenn ihr solche Zeichen seht, bedeutet das ein Wanderweg. Und hier, ich weiß nicht, ob man das bei der Kamera sieht, aber es ist ein steiler Ort, aber ich weiß nicht, ob es dort weitergeht. Ah, hier. Ja, das wird eine Wanderung. Mal sehen. Bis jetzt sehe ich nicht viel. Aber ich hoffe, es wird besser, wenn wir oben ankommen. Ja. Schaut doch an. Ja, ein umgekippter Baum. Da haben wir unser Auto parkiert. Da sehen wir den kleinen Weg hier rauf und dann da entlang. Schaut euch das an. So, hier nahe dem Abgrund. Oh, schaut euch das an dort. Wie die Klippe dort hinten. Nee. Ich bin mal die Treppe rauf. Ich gehe dort nicht hin. Mein Gefühl sagt mir geh. Mein Kopf sagt mir geh. Schaut euch das an. Das haltet nur der Baum fest. Immer solche Gedanken hier. Mal schauen. Also wenn diese Aussicht nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, schaut euch das an. Oh, seht ihr dort? Wollen wir diesen Weg oder hier weiter nach oben? Gehen wir zuerst mal hier und dann folgen wir den kleinen Pfad dorthin. Mal schauen, wo wir landen. Ich hoffe, wir werden nicht entführt. Ah, ich gehe dort weiter. Ah, herrlich. So. Oh. Ich weiß, wohin das führt. Das ist atemberaubend. Oh, ein Rabe. Warte. Alter, schaut euch das an. Wow. Was für eine Aussicht. Das ist die Schweiz, Leute. Seht ihr nur Bergen. Oh, da! Eine freie Fläche. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen kann. Aber zwischen den Bergen dort, das Grüne.
als die Schweiz. Ja, es ist atemberaubend hier. So, gehen wir mal weiter. Fast wäre ich gestürzt, was da weiter oben ist. Auf der Spitze. Es geht dort entlang. Keiner Weg. Oh, sorry. Ich habe nicht wollen stören, ich bin gerade umgeschaltet drüber und dann bin ich gerade wieder weg. Ja. Der Abgrund. So, sorry nochmal, gell? Ey, schöne, gell, ciao. So, ich wollte die Leute nicht stören. Nur ein kurzer Ausblick. Das sind 2 Liter. Nein, nein, das ist. Sie sitzen dort. Genau. Nein, sie sitzen dort. Und dort ist gerade der Abgrund. Oh Leute, schaut mal da. Ein Bug. Also das, was noch übrig ist von der. Also man nennt das ja Ruine. Aber dort hinten ist. Es ist ein Abgrund, also man kommt nur an die Spitze und dann ist nichts mehr. Wir sind von da gekommen und hier runter. Jetzt gehen wir den anderen Weg entlang. Mal schauen, wo uns das hinführt. Ich wollte die zwei dort oben nicht stören bei ihrer Zweisamkeit. Und jetzt sind wir mal irgendwo anders. Oh, wäre fast gestürzt. Ja, aber bis jetzt ist eine tolle Wanderung. Schaut euch das an. Ja, man kann nicht viel sehen, aber schaut euch das mal an. Hier hat man noch ein Geländer. Stabil ist etwas anderes. Aber man kann sich festhalten. Mal schauen, wo uns das hinführt. Ich habe leider keine Wanderschuhe an. Oh, Leute. Leute, Leute. Schaut euch das an. Hier. Man geht hier rauf und dann sind wir hier. Wow, das geht tief runter dort. Wow, herrlich. Oh, schaut euch das an. Hier.
Dort oben waren wir. Dort oben waren wir. Wo die zwei noch dort sitzen. Hier. Oh, jetzt gehen wir an den anderen. Das wird sehr interessant dabei. Nice. Wow. Mal sehen. Habe ich noch Batterie? Ja. Noch ein wenig Akku ist vorhanden. So. Geben mal Sport hier. Kann man runter zum Wheel und dann hier rauf. Mal sehen, was uns dort oben erwartet. Oh, die Sonne. Leute. Hey, sieht euch das an. Dort waren wir. Wir sind von dort unten hier aufgekommen. Dann dort hinten durch. Dort will ich auch hin. Dort an die Spitze dort. So, wir haben es auf die andere Seite geschafft. Hier unten sehe ich nur Grünes. Aber da erforschen wir mal schnell. So. Also so weit muss ich nicht draufklettern. Ein wenig schon. Komme ich da rauf? Warte. Ja. Und so. Oh ja. Da wäre es einfacher gewesen. Viel besser als dort oben hier. Hier ist auch gut. Fahr mal runter. Ich weiß nicht, ob es tief aussieht, aber es geht relativ tief runter. Ich höre irgendwie Schlangen. So, gehen wir mal rauf auf die andere Seite hier. So, hier runter. Da. Das ist die Natur, Jungs, Mädels. Wunderschön. Ich weiß nicht, ob die Kamera die ganze Schönheit aufnehmen kann, aber ich sage euch, es ist wunderschön. Ich will dort hier oben hin.
Das wäre doch schön. Da oben hin. Aber das war's von diesem Ort. Gehen wir mal runter und schauen, ob wir etwas anderes finden. Einen anderen Weg. Oder sonst irgendetwas. Bombing. Das ist ein Videobombing. Nein. Ja? Wo? Du? Wo? Hast du kalt? Ja. So Leute, wir gehen mal zurück über die Schlucht des Todes, wortwörtlich. Und ja, das ist den gleichen Weg wieder zurück, wo die sichere Halterung ist hier. War das? Ja. Man kann sich hier festhalten, dass man nicht hier runterfällt. Aber wie gesagt, ich bin wie eine Ziege hier, fest auf den Beinen. So, jetzt geht die Weg. Jetzt geht das Weg. Ja. Ich kann nochmal Deutsch reden hier. So, wir gehen jetzt zurück. Auto, mal sehen, was uns sonst hinführt. Ich hoffe, wir finden etwas anderes, etwas Neueres, eine bessere Sehenswürdigkeit. Ich wollte euch gerne dieses mit dem Trottinett zeigen bei dem Wasserfall, aber es war so viel los, Wartezeit. Und mit einer Wartezeit von irgendwie 10, 15 Minuten. Oh, meine Batterie stirbt aus. Ich wechsle die Batterie und dann sehen wir uns gleich. So, willkommen zurück. Musste die Batterie noch austauschen. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt zum Fahrzeug. Und mal sehen, ob wir etwas anderes finden. Oder ob wir das hier beenden. Mal schauen, aber ich lasse euch auf dem Laufenden. Bis jetzt der Weg von dort hinten. Oh, da ist auch ein Weg. Ja, kaum von dort oben kamen wir. Jetzt der Weg zum Fahrzeug. Und dann mal sehen, was es da Neues gibt oder etwas anderes gibt. Mal schauen. Wenn ihr wollt, wie der Ort heißt, ist Portiflue. Das ist die Flue, also die Schlucht, wo wir gesehen haben. Ja, so aus dem Wald da raus. Ja, sind wir rausgekommen und kleinen Weg hier. Wenn man es nicht weiß, verliert man sich. Aber wie gesagt, ein nice to know sind die Wanderwege. Sie sind immer gekennzeichnet, auch mit dem gelben Zeichen überall. Oh, warte. Ich glaube nicht, dass ihr das sieht. Es ist von der Sonne geblendet. Aber hier, jetzt sind wir beim Auto. Mal schauen, wo es als nächstes hingeht. Ab jetzt meld mich wieder.